Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Gartenkommando. Wir sind's wieder, Sven und Markus, heute mal ohne fremde Leute. Ja. Genau, das heißt, ich habe das Ganze hier auf nur mit Einladung gestellt. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Spiel und zwar haben wir uns eine coole Challenge für die Folge überlegt und zwar nehmen wir nur Schnapper. Das heißt, wir spielen diese Runde nur mit Schnappern, das könnte auch mal ganz interessant werden, glaube ich. Also ich habe mir überlegt, ich würde Graf Schnapp unternehmen, einfach aus dem besonderen Bonus, dass ich mich heilen kann. Immer wenn ich was fress. Ja, und ich denke mal, der Schaden von 25 Biss sollte auch passen. Markus, was für einen Schnapper nimmst du? Auf Graf Schnapp. Auf Graf Schnapp. Wir können uns ja nicht heilen. Außer mit Heilpflanzen, aber Heilpflanzen nicht so gut bei... Ja, die bringen schon viel, muss das sagen. Also wenn die da einmal die Heilung ausspucken, hast du gleich 100 Heilung oder so. Aber ich denke, es ist glaube ich wirklich am geschicktesten, wenn wir Graf Stapula spielen. Heute mit Zahnschutz. So. Chillerbank, ne? Chillerbank müssen wir gehen. Oh ja, stimmt, das ist die Map mit der Chillerbank. Wir gucken zuerst, vielleicht ist hier einer der neu hinzugekommenen Bonusgärten. Die sind jetzt nicht aus dem Legend of Alone Pack. Also die gibt's schon bisschen länger, aber die Bonusgärten haben sich jetzt verändert. Du kriegst nicht mehr am Anfang einfach einen Bonus von 250 Münzen, glaube ich. Sondern du kriegst jetzt wirklich nach jeder Runde und nach jeder Runde mehr Bonus und die fliegen dann aus dem Garten raus und du musst sie einsammeln. So fliegen dann Münzen und Geldsäcke und so durch die Gegend. Dadurch, dass wir keinen Bonusgarten haben, würde ich sagen, passt der Garten wieder. Und jetzt sollten wir mal ziemlich schnell hier pflanzen, ne? Ich denke mal, ich pflanze jetzt hier mal ganz viele Duplinatoren. Hier hinten so ein Drachenbäulchen. Oh, fuck. So. Ich soll nicht mal vergraben. Was habe ich für Missionen? Ja, die kann ich nur in Garten und Friedhöfe machen. Erledige 25 beschworene Zombies und erledige 25 Zombies mit Giftspray. So, also die kommen nur von da hinten. Da würde ich sagen, rein ins Getümmel und Mittagessen, ne? Oh, da fehlt noch was. Hab ich schon. Tritt er weg. Bleib stehen. Essen. Hallo? Der beißt nicht. Auch das Stachelkraut ist quasi One-Hit. Das heißt, das sollten wir geschickt platzieren. Dieses stachelige Stachelkraut ist wirklich gegen diese gespawnten Zombies hier One-Hit. Also es bringt doch schon... Warum rennen die weg? Die rennen ohne Scheiß alle weg. Vielleicht doch. Nur der Kopf ist weg, aber ich esse trotzdem. Perfekte Welle. Krass, wir haben die erste Welle doch perfekt geschafft. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht öfter. Oh ja, genau, hier die Laserbohne. Laser oben. Ja. Die ist auch ziemlich cool. Und was gibt's noch Neues? Ihr könnt ja mal den Katzendrache ausprobieren. Essen. So, die Gegner sind da. Ich würde sagen, let's go and eat. Ey, renn dich weg, du Scheiß! Ich stelle mich jetzt einfach neben den Garten, ne, und warte ohne Scheiß, bis die kommen. Weil die rennen einfach eiskalt alle weg. Haben wir gerade den gleichen gefressen? Ja. Ich habe gerade auch einen gegessen, obwohl er gar keinen Kopf mehr hatte. Ah, ja, schon. Diese Logik. Eigentlich sind sie tot, sobald sie keinen Kopf mehr haben. Naja. Nein, wir leben noch überleben noch einen Schuss. Öfters. Jetzt habe ich einen von vorne gefressen. Ich wollte ihn nur tot beißen. Ne? Nee, also eigentlich nach einem Biss sind sie tot. Und ich beiß halt einmal hin, der Kopf fällt ab und ich beiß nochmal und fress sie. Und wenn ich nicht zweimal beiß, dann sind sie tot nach dem ersten Bissen. Diese Logik. Und den Schleim müssen wir halt wirklich gegen die starken Zombies dann verwenden, ne? Ja, ich muss noch hier, zack. Du musst eine Chili. Runde... Bist du dumm? Nächste Chillerbank. Da oben noch eine.
Ja, hier ist auch noch voll die geile. Ah, das ist auch eine Chilebank, genau. So, wo kommt die jetzt eigentlich her? Was? Was? Oh, das ist so ein Schatz, Yeti. Ah, lol. Das, die, der Yeti gibt... Das ist auch aus einem... Ab Alter, was gibt mit dem Yeti? Alter! Yeti! What? Er hat Geld gedroppt. Ich hab's eingesammelt. 10 Münzen. Er hat schon wieder Geld gedroppt. Nochmal 10, nochmal 10. Hallo, Pepstein, du Spast. Oh fuck, ich verreck gleich. Vergrab dich, vergrab dich. Jetzt ess diesen Fußsoldaten. Ne? Ich hab den Ding gegessen. Den, richtig. Ja, man kann den irgendwie... Kriegt man da auch Heal, wenn man den isst? Nee, aber... Alter. Ey, der droppt echt die ganze Zeit Münzen, ne? Dieser Verrückte. Und jetzt tanzt der. What the... Cool, ich habe so einen explodierenden Wicht gefressen. Ob das so eine schlaue Idee ist, explodierende Sachen zu fressen? Aber unser Garten hat immer noch keinen Schaden genommen, ne? Nee. Oh, wir haben nur noch 40 Sekunden, um den Jedi zu töten. Wie viel Life hat denn der noch? Na, noch viel. So viel zumindest. Alter. Der Typ killt mich halt. Jo, der hat doch viel zu viel Leben. Ich hab Münzsack gesammelt. Ich hab ihn gefressen, Alter, gibt es viele Münzen. Wenn man den frisst. Nice. Jetzt frisst du ihn und dann fress ich ihn wieder. So, und jetzt. Ja komm, der tackelt dich einfach weg. So, Schleim und jetzt fress ich wieder. Alter. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, ihn zu töten, haben wir so schon so viele Münzen einfach nur fürs ihn anfressen bekommen. Wie viele Münzen kriegst du dann, wenn du ihn aufisst? Fliegen da tausende Diamanten aus ihm raus, oder was? Keine Ahnung, kann sein. Also ihn tötest auf jeden Fall. Spezialwelle, Sicherheit. Ah, oh, das sind jetzt wahrscheinlich eher die Pylonen-Zombies. Da muss er jetzt zweimal beißen. Yo! Lauter Inchis, nice shit. Die würde ich wirklich fressen. Weil die Totbeißen dauert ein bisschen. Ein bisschen. Ach komm, geh runter von deinem scheiß Hammer, Alter. Die gehen jetzt alle auf ihre scheiß Hammer drauf. Ist gar nicht mal so schwer irgendwie jetzt für die Schnapper, finde ich. Vor allem das Drachenmaul hält einfach alles vom Garten fern. Nicht so. Was haben wir denn noch da? Freckenpilz. Oh, der ist auch aus dem Update, ne? Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht so mega Yeti Welt. Yes! Money! Money time! Ayo. Das ist doch okay, wir haben jetzt nur einen Yeti wieder. Bosswelle. Ja, das ist eine putzige Bosswelle, Alter. Da ist er. Pass auf, der macht bestimmt gleich so einen Eisschlag und dann bist du am Arsch. Der hält auch viel weniger aus. Jetzt friss ihn! Behinderter! Oh ne, daneben. Alter, der macht mich fertig. Muss runter. Ja, dann friss irgendwas anderes. Wir sehen. Fuck, ich bin tot. Nein, doch bist du nicht tot. Jetzt habe ich ihn auch noch gefressen, war das so gut? Ah, die Inchies, die Inchies! Boah! War das knapp, Alter! Mach wieder Selbstwiederbelebung. Mach Selbstwiederbelebung. Das packst du, das packst du. Ja. Jetzt raus hier. Vergrab dich. Vergrab dich und friss irgendjemanden. Da, ich hab ihn eingeschleimt. Friss ihn.
Alter, unser Garten hat noch kein einziges bisschen Leben verloren. Und ich habe schon wieder Jedi gefressen. Boah. Alter, ich brauche Hilfe. Ich fresse dauernd den. Das ist vielleicht auch nicht gerade die schlauste Idee, dauernd den zu fressen. Ich rette dich! Ich rette dich! Komm schon, jetzt friss ihn! Friss halt! Friss! Das geht irgendwie nicht, solange der andere irgendwie noch eingeeist ist. Keine Ahnung. Alter. Hey, ein so ein Scheiß gibt uns schon immer Probleme. Ich mache Halbfluge, Alter. Nicht so, Alter. Die Stapel. No, no, no. Ja, ja, ja. Lebt das Drachenwall hier doch? Ich hoffe mal. Ja, natürlich. Freilich. So, die Standardwelle wieder. Ich gehe links, du bleibst hier. So, ich will mal sehen, was dieser Frankenpilz kann. Okay, ist wahrscheinlich genauso ein Sniperpilz wie die anderen, nur dass er anders aussieht. Topfpflanzensieg. Ja, ist genauso so ein Angsthasenpilz wie die anderen auch. Ja. Nur dass er geiler aussieht. Ich bin gleich tot, Mann. Ja, friss was. Ich. Und hier ist eine Heilblume. Hier sind ein paar... Ich musste die Heilstation fressen und die Wissenschaftler... Oh, hinter mir sind ein paar Explosive. Ey, scheiß Wissenschaftler, Alter. Nicht die... Oh. Jetzt friss ihn. Ah, Mann. Scheiß Drachenwollchen hat mir den Kill geklaut. Überfall? Ah, das hatten wir auch schon mal. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich glaube, weil ich töte einfach die Zombies. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die man haben kann. Ja. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Und zuerst heile ich mich hoch, indem ich hier... Oh, Dixies. Vor die Dixies immer das Kraut setzen. Das one-hitted die. Was macht jetzt der Fangenpilz? Das ist genauso ein Angsthasenpilz. Nur dass er halt gruselig aussieht wegen Halloween. Ach, er ist eher so ein Halloween-Patch. Ja, ist es auch so ein bisschen. Und so ein bisschen Mystik. Von den Charakteren her ist es eher so ein Mystik-Patch, Dschungel-Patch. Und von den Pflanzen her ist es eher so ein Halloween-Patch. Ja. So ein Oktober, so ein September-Patch. Mit Battlefield. Doppelt hält besser. Perfekte Welle. Weil was Neues hier. Haha, du hast kein volles Leben. Auch kein voll. Oh, wieder so ein Schatz. Was ist hier los? Komm, den finden wir. Ist da hinten. Den finden wir. Haben gefunden. Ich habe ihn auch gefunden. Extra Zeit. What? Friss ihn, friss ihn. Ich habe ihn geschleimt. Friss ihn. Diese kleine explodierte Gefack gehabt. Alter, Alter, wie viele existiert hier noch? Ich bin fast tot. 13 HP. Was der Scheiß? Yeti. Der ist davor gerannt. Nein. Ich habe ihn eingeschleimt, ich friss ihn. Die Münzen lasse ich hier nicht entgehen. Aber er friert einen einfach immer ein, ne? Ja. Und jetzt kommen auch noch Helden dazu, ey. Das ist übel mies. Ich friss den Helden. Du den Schatz hier, die. Okay. Hast du ihn erwischt? Friss ihn.
Boah, der hat einen Diamant hier. Hier ist Diamant, Alter. 100 Diamanten eingesammelt. Was sind 100 Diamanten, ey? Wie viel ist das wert? 100. Der wollte nicht essen, Alter. Der hat schon wieder einen Diamant gedroppt. Ey, der rennt einfach wie so ein... lol. Achso, der ist... Okay. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Zweimal so ein Schatz, die ET. Da ist noch ein Diamant! Yay! Diamanten for the win! Und die nächste Welle geht schon los und wir sind noch nicht mal beim Garten, ey. Jetzt beginnt sie. Alter, diese Laserbiene! Ja, Alter. Nicht Laserbiene, sondern Laserbohnen. Ja, ich hab mir die auf Englisch angeschaut, die Patch Notes. Da ist die Laserbiene. Oh fuck. Oh fuck. Boah. Ey, das Dixie tötet mich. Wenn es sich einmal hittet, bin ich tot. Ich bin tot. Denkst du mich nicht? Jetzt hol mich. Ach du, geht er dir. Hol mal wieder so ein All-Star weg. Ey, die All-Stars machen so den Bad Damage. Nein! Ja, wir haben die erste Welle mal nicht perfekt, ey. Das war die neunte. Ja, aber die erste, die nicht perfekt ist halt. Voll krass. Normalerweise, wenn man so Standardklasse spielt, ist man einfach irgendwie andauernd nicht perfekt. Jetzt ja einfach jede Runde perfekt. Was los? Ja, außer einer, Alter. Und ich habe einfach hier den Dauersound vom Heilen irgendwie. Es hört gar nicht mehr auf. Bambuswummen, hier Bambuswummen, Alter. Leider, Alter. Ist ja voll hart. Alter, die Laserbeam, die ist geil. Laserbohne, Alter. Ah, fick dich. Bohne. Yeti, Yeti. Nein, wir haben jetzt noch so eine... Nein, oder? Die Mega Magic Yeti Runde. Der Name für die Folge. Ohne Scheiß, sie hatten jetzt... Boss einen Yeti. Wir hatten zweimal Schatz-Yeti. Und jetzt haben wir Super-Yeti-Runde. Was los? Super-Yeti-Welle. Ey, das hier ist die Super-Mega-Yeti-Runde. Super-Yeti-Welle. Weil die ganze Runde ist ja nur Yeti irgendwie. So. Wir hatten noch nichts anderes wie Yeti. Boah, ich werde übelst weggeballert von allen. Alter! Ja, oh geil, auch noch Gebirgsjäger. Ich bin tot, ne? Jo. Aber die Gebirgsjäger gefrieren mich gerade, das ist der Scheiß. Wo bist du? Und mich greifen zwei Yetis an. Okay, ich mach's als Überlegung. Komm schon, Gebirgsjäger, ich muss dich fressen. Oder ich beiß dich tot und fress den Wicht hier. Nein, der Wicht explodiert. Zwei von den scheiß Dingern greifen jetzt unseren Garten an, nur mal so als Kurzinfo. Oh fuck, ich muss weg von dem, der tötet mich. Ich brauch den Heal, ich muss irgendjemand vom Garten fressen. So, ich fress jetzt die ganzen Zombies am Garten, um mich wieder voll zu heilen. Jetzt müssen wir uns noch um die ganzen 4000 Yetis kümmern, die hier wahrscheinlich kommen. Schon da sind. Ja, aber es kommt wahrscheinlich noch mehr. Nein, du machst jetzt nicht so einen Eisschlag, bitte, sonst bin ich am Arsch. Komm schon, schluck und mach deinen scheiß Schleim, ja. Ey, dieser Angsthasenpilz hilft übel geil mit. Ich besser dort einfach den Yeti. Spuck ihn wieder mit Schleim an und so ein Kack. Und der Angsthasenpilz schießt ihn einfach die ganze Zeit ab. Alter, wie hat der mich jetzt so weggetackelt? Jetzt hat er mich eingefroren.
Komm schon, fress ihn! Jetzt kannst du ihn fressen. Ja, das ist immer, bis ich geschluckt habe, kannst du nicht fressen. Ich kann jetzt auch erst wieder fressen, wenn du geschluckt hast. Was nicht mehr passieren wird, weil er mich so zu Eis spammt, dass ich einfach gleich verreck. Ja, Gebirgsjäger. Heilung, 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 komm schon, fress ihn. Komm schon, beiß ihn einfach tot. Ja. Jetzt hat noch die am Garten. Zur Bosswelle ab. Wieder eine Superbosswelle. Was ist eigentlich los? Ja, wir jede Runde Superbosswellen. Ey, ohne Scheiß, wir können uns in der Endzone einfach im Boden graben, wenn es eng wird. So kurz vor Schluss. Und da, wenn du dich nicht bewegst, kannst du irgendwie 10 Sekunden im Boden bleiben oder so. Oh fuck. Am anderen Ende natürlich. Friss unterwegs möglichst viel, immer wieder. Grabstein. Fuck it. Okay, Grabstein Mittagessen. Ich hab kein volles Leben, ich muss einen fressen von dem Belege. Oh, jetzt kommen die Helden. Die sollten wir auch unbedingt killen. Weil das, wenn viele werden, haben wir auch ein Problem. Weil wir müssen jetzt bedenken, wir haben nichts, womit wir uns über Distanz verteidigen können, ne? Also am besten jeden Zombie, den du findest, sofort fressen, damit du dauernd vollgeheilt bist. Toll, jetzt ist der natürlich weggesprungen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, scheiß Allstars. Komm mal in die Landezone, Markus. Ich hab gerade den Grabstein weg. Brauchen wir hier überhaupt noch eine Pflanze? Ja komm, ich setz noch einmal Bambus. Kann nicht schaden. Ist er nicht da? Hauptsache eine von meinen Pflanzen hat gerade noch den... Alter, den Bambus! Die Bambus, wo ich... Selbst wenn wir uns so ein Handicap setzen, zwei Spielermodus, nochmal 2000 Münzen drauf. 7000 Münzen, nice. Jo. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal in einer weiteren Folge. Servus. Servus, Lärm.